Hallo und herzlich willkommen. Wie der Titel des Videos es schon verrät, geht es heute um das Piriformis-Syndrom. Aber was ist das überhaupt und was kannst du tun, um deine Schmerzen loszuwerden? Bleib dran, wir erklären und zeigen es dir. Kommen wir nun erst einmal zu der Frage, was ist überhaupt das Piriformis-Syndrom? Dazu schauen wir uns diese Abbildung mal näher an. Der Piriformis-Muskel, Musculus piriformis oder auch birnenförmiger Muskel genannt, liegt unter dem großen Gesäßmuskel, dem Gluteus maximus, den wir zur besseren Darstellung auf diesem Bild aber weggelassen haben. Wie du hier aber sehen kannst, verläuft der Piriformis-Muskel an der Innenseite deines Beckens und verbindet dort das Kreuzbein mit deinem Oberschenkelknochen. Auf unserer Abbildung in Gelb zu sehen ist der Ischiasnerv, der ganz entscheidend für die Schmerzentstehung und die Symptome bei einem Piriformis-Syndrom ist. Wie du auch sehen kannst, tritt dieser unter dem Becken hervor und verläuft unter dem Piriformis-Muskel bis hinunter in dein Bein. Bei einem Piriformis-Syndrom wird angenommen, und ich sage bewusst angenommen, weil es tatsächlich nur eine Annahme ist, dass es zu einer Reizung des Ischiasnervs durch den Piriformis-Muskel kommt, da dieser Druck auf den Ischiasnerv ausübt. Durch eine Kompression bzw. durch einen Engpass in diesem Bereich sollen dann die üblichen Beschwerden wie stechende oder ziehende Schmerzen in einer Gesäßhälfte, die bis ins Bein ausstrahlen können, Gangschwierigkeiten, Ischias- und Rückenschmerzen ausgelöst werden. Soweit die Annahme. Das Piriformis-Syndrom ist bis heute ein kontroverses Thema in der Neurologie. Es existieren unterschiedliche Auffassungen bezüglich Definition, zugrunde liegenden Kausalketten bei Vorgängen im Körper sowie bei der Therapie des Piriformis-Syndroms. Eine mögliche Art der Therapie, die auch häufig zum Einsatz kommt, ist die Bewegungstherapie. Deshalb möchten wir dir jetzt zwei Übungen zeigen, die du sofort mitmachen kannst. Noch eine kleine Anmerkung vorab. Solltest du jetzt schon länger unter Schmerzen im unteren Rücken oder im Gesäß leiden, die auch teilweise bis ins Bein ziehen, empfehlen wir dir, nochmal einen Arzt aufzusuchen und die Schmerzen abzuklären. Wir starten mit Übung Nummer 1, der Taube im Sitzen diesmal. Entweder auf einem Stuhl oder auf einem Hocker, so wie wir das jetzt hier machen. Setze dich also schön aufrecht auf den vorderen Rand deines Stuhls oder Hockers, sodass beide Füße Bodenkontakt haben. Lege nun ein deiner Knöchel auf dem Knie ab. Ob du nun den linken oder den rechten Knöchel nimmst, richtet sich danach, auf welcher Seite des Gesäßes du die Schmerzen verspürst. Schmerzt deine rechte Seite, dann legst du den rechten Knöchel auf dem linken Knie ab. Ist es die linke Seite, die schmerzt, dann kommt der linke Knöchel aufs rechte Knie. Wir nehmen jetzt an, Jessica hat Schmerzen in der linken Gesäßhälfte. Lege deinen Knöchel, wie du es hier siehst, so auf dem Oberschenkel ab, dass der Oberschenkel nun waagerecht vor dir liegt. Bringe in diesem Fall deine linke Hand an deinen linken Oberschenkel, kurz über dem Knie ungefähr, und die rechte Hand an den linken Fuß. Neige dich nun mit langem Rücken nach vorne und forme dabei mit deinem unteren Rücken ein ganz leichtes Hohlkreuz und beuge dich auch nur so weit nach vorne, wie du das Hohlkreuz aufrechterhalten kannst. Denn nur so dehnst du die Muskeln, die wir erreichen wollen, optimal. Wir wollen die Position jetzt für eine Minute halten. Erkunde hier ein wenig deinen Dehnschmerz und spüre, wo es in deinem Körper am meisten zieht. Du kannst dich gerne auch mit deinem Rumpf ein wenig nach links und rechts bewegen und die Dehnung einfach so zu intensivieren und eine für dich ideale Position zu finden. Außerdem kannst du das Ganze intensiver gestalten, indem du mit, in unserem Fall jetzt, die linke Hand etwas Druck auf den Oberschenkel ausübst, also den ein bisschen nach unten schiebst.
Wir halten die Dehnung noch einige Sekunden und atmen hier nochmal tief ein und wieder aus. Und versuche einfach immer ein Stückchen weiter in die Dehnung hineinzugehen. Wir lösen langsam auf und beide Füße haben wieder Kontakt zum Boden. Weiter geht's mit Übung Nummer 2, der Schmerzpunktmassage. Für diese Übung benötigst du entweder einen handelsüblichen Tennisball oder wer hat, einen Faszienball. Welche Größe du nimmst, ist natürlich dir überlassen. Wir würden dir für diesen Bereich allerdings den kleinen Faszienball empfehlen. Um nun also eine mögliche Verhärtung des piriformis Muskels zu lösen, platzierst du den Ball mal unter der oberen Hälfte deines Gesäßes. Dann verlagerst du dein Gewicht auf dem Ball hin und her und rollst langsam über diesen hinüber. Und erst einmal rollst du dann vor und zurück und auch mal nach rechts und mal nach links. Und somit untersuchst du im ersten Schritt einfach diesen Bereich auf schmerzliche Punkte. Jeden Punkt, den du findest, massierst du mit einigen kleinen Rollbewegungen. Achte darauf, wenn du einen Punkt gefunden hast, dass du nur von kurz vor bis kurz hinter dem Punkt rollst. Also wirklich nur diesen Punkt, den du da ausgemacht hast, massierst. Natürlich kann man hier nicht genau unterscheiden, ob man sich wirklich auf dem Piriformis befindet oder nur auf der Gesäßmuskulatur, aber um den Schmerzen entgegenzuwirken, gilt hier, schmerzliche Punkte bzw. Stellen in diesem Bereich sollten massiert werden und so Entspannung geschafft werden. Noch ein kleiner Tipp von mir, halte deine Massagesitzung zu Beginn kurz und übe nicht allzu viel Druck aus. Achte darauf, wie dein Körper reagiert und passe Dauer und Druck der Massage nach und nach an deine Bedürfnisse an. Als Richtwert kannst du hier für den Anfang 3x20 Sekunden mit Pause einplanen. Denn nach einigen Massagesitzungen entwickelst du einfach ein Gespür dafür, wie viel Druck du in diesem Bereich wirklich verträgst. Das waren unsere 2 Übungen gegen das Piriformis-Syndrom. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt. Und auch mal auf diese Glocke hier drückst und den Kanal so abonnierst. Schreib uns doch in die Kommentare rein, ob du das Video auch verständlich fandest. Und wenn du Fragen hast, kannst du da natürlich auch Fragen reinschreiben. Und für mehr Infos kannst du immer auf unserer Webseite oder auch im Blog nachschauen. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.